Start bzw. Neustart für den doppelten Suchtansatz für die Pastellgründeln Tade und Dina Ozzeli Kauda. Neustart in dem Sinne, das Ganze war ja schon mal angesetzt, allerdings hatte ich dann, was das Regal angeht, ein paar andere Pläne, noch so ein kleiner Umbau dazwischen gekommen, also das Ganze erst nochmal auf Eis gelegt, jetzt aber soweit alles hergerichtet, dass es dann endlich losgehen kann. Ich persönlich freue mich auf diesen doppelten Suchtansatz, weil er mir hoffentlich nochmal ein paar neue Erkenntnisse bringt, denn grundsätzlich gilt ja die Pastellgründel als relativ einfach zu vermehren, allerdings sind die Elterntiere doch relativ gefräßig unterwegs. Also man sagt immer, besser ein Gelege zu separieren, damit dann eben auch möglichst viele Jungtiere durchkommen können. Also diese herkömmliche Herangehensweise wird in jedem Fall ein Zuchtansatz sein, aber der zweite soll definitiv auch sein, dass die Elterntiere mit im Becken bleiben, um einfach mal herauszufinden, wie viele Jungtiere kommen durch und wie tief geht eigentlich dieser Brutpflegeinstinkt vom Menschen. Das Männchen der Pastellgründel betreibt aktive Brutpflege. Die Tiere sind Höhlenbrüter. Das Weibchen hat eigentlich nur die einzigste Aufgabe, die Eier irgendwo an die Wand einer Höhle zu heften. Dann erfolgt natürlich vom Männchen die Befruchtung und der bleibt dann auch aktiv bei dem Gelege über die komplette Entwicklungszeit. Eine gute Woche ungefähr, so ist es, bis dann die Jungtiere schlüpfen. Und das soll dann wohl auch der Zeitraum sein, wo man die Kleinen dann am besten trennen sollte, beziehungsweise nochmal am besten idealerweise einen Tag oder zwei Tage vorher. Und ja, ich möchte einfach mal herausfinden, wie sind die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jungtiere durchkommen, wie tief geht dieser Brutpflegeinstinkt vom Menschen wirklich. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Also in einem typischen Gesellschaftsbecken, gut, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da die Überlebenschancen relativ gering sind. Wenn man eine Gruppe hat von Pastellgründeln, wird es für so ein einzelnes Menschen extrem schwierig werden, die Jungtiere da ja bis auf eine gewisse Größe dann auch zu verteidigen. Ob das so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel bei Zwergbuntbarschen, das denke ich eher weniger. Davon gehe ich einfach nicht aus. Aber eben, dass ab sofort freischwimmende Jungtiere da sind, sobald der Kannibalismus auch bei Menschen einsetzt, glaube ich eher weniger. Ich bezweifle es einfach mal. Deswegen möchte ich ganz gerne mal herausfinden, was passiert, wenn wirklich die Jungtiere schlüpfen. Die Alttiere sind weiterhin vorhanden, das Männchen ist vorhanden, aber auch das beteiligte Weibchen ist vorhanden. Und ja, dafür soll der zweite Zuchtansatz einfach mal dienen, um da so ein bisschen Licht in die ganze Angelegenheit reinzubringen. Im Gesellschaftsbecken, klar, wenn da irgendwas schlüpft, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es nochmal andere Fressfeinde dann auch für die Jungtiere. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da wenig bis gar nichts bei übrig bleibt. Aber eben, ja, ich sag mal, unter kontrollierten Bedingungen, ohne weiteren Beibesatz, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da doch einige Jungtiere in jedem Falle auch die Chance haben werden, sich zu entwickeln, groß zu werden. Und ja, ich freue mich einfach auf diesen doppelten Zuchtansatz. Die Tiere sind Höhlenbrüter, ich hatte es erwähnt, deswegen beide Becken auch ähnlich eingerichtet. Zum einen von der Bepflanzung her, zum anderen was das Angebot an Höhlen angeht. Ich habe jeweils eine Welshöhle eingebracht, die habe ich so ein bisschen weggekaffert mit einem Aufbau aus Flusskieseln und habe als weiteres noch eine ja, natürliche Höhle angelegt aus Flusskieseln, also quasi ein Unterschlupf, der einschwimmbar ist für die Tiere, also da haben sie die freie Auswahl und können sich gerne das nehmen, was sie ganz gerne möchten. Ich habe insgesamt 7 Tiere da, 2 Männchen und 5 Weibchen und die habe ich jetzt in beide Becken aufgeteilt, beziehungsweise ein Becken hat 1 Männchen und 3 Weibchen, das andere Becken hat 1 Männchen und 2 Weibchen. Ich denke mal, dass ich den Ansatz mit dem Beibelassen der Elterntiere im älteren der beiden Becken dann auch machen werde. Das ist das obere der beiden Becken. Das ist einfach besser verwachsen, besser verkrautet, hat eine ordentliche Patina auch schon von Algen entwickelt. Also das Ganze ist aber auch hier beabsichtigt, denn es sollen letztendlich genügend Mikroorganismen vorhanden sein, möglichst viele natürliche Möglichkeiten auch für die Jungtiere dann da sein, um sich möglichst schnell und zügig zu ernähren. Und ja, eben wie gesagt, diesen Zuchtansatz mit dem Beibehalten der Elterntiere werde ich in jedem Fall in dem älteren der beiden Becken laufen lassen. Beide Becken im Übrigen 60 x 30 x 20 cm, also 36 Liter Volumen. Man sagt so, ja, 20, 25 Liter kann man die Tiere dann auch paarweise ansetzen.
bin ich kein sonderlicher Freund von. Das Ganze soll nach Möglichkeit Platz bieten für die Tiere, dann auch mal ja über den Zeitraum von ein paar Wochen, dass sie dann eben auch zusammen leben können, nach Möglichkeit eben natürliche Bedingungen dann auch vorfinden. Und ich denke mal, das ist hier in so einem Becken definitiv ganz gut auch möglich. Die Gruppen sind jetzt mittlerweile verteilt. Ein Männchen und zwei Weibchen sind im neuen Zuchtbecken eingezogen. Heute Morgen sind die eingezogen. Das Becken läuft ja seit dem 27. April, also jetzt gute 2 Monate. Und das hier sind Aufnahmen direkt nach dem Einsetzen. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie das Männchen sofort die Höhle quasi inspiziert. Also da werden in jedem Falle schon mal alle Möglichkeiten ausgelotet, die eben so geboten sind. Und ja, das gefällt mir schon mal soweit ganz gut. In jedem Falle ein super interessantes Verhalten, was die Tiere hier oder beziehungsweise das Männchen sofort zeigt. Wie gesagt, das sind Aufnahmen, die sind direkt nach dem Einsetzen entstanden. Also das Männchen hat quasi das Netz verlassen, ist dann einmal durchs Becken und dann sofort auf diese Höhle drauf zu und erstmal hier alles inspiziert. Also das sieht doch zumindest mal auf den ersten Blick schon mal ganz positiv aus. Es scheint zu gefallen, ja, und fehlt eigentlich nur noch das passende Weibchen, damit das Ganze hier eine runde Sache werden könnte. Zuletzt waren ja die Tiere komplett in einem Becken eingebracht, übergangsweise bis das zweite Pastellgründel-Zuchtbecken dann auch fertig eingelaufen war. Und da ist natürlich schwierig, an Verpaarung überhaupt zu denken. Zwei Männchen in einem Becken, die stören sich gegenseitig, die nehmen sich gegenseitig auch mal die Höhlen weg. Das habe ich oft genug beobachtet und ja, ich bin ganz guter Dinge und froh darüber vor allen Dingen, dass dieser getrennte Zuchtversuch jetzt endlich starten kann, dass die Tiere eine vernünftige Verpaarung auch angehen können, ohne jetzt da noch einen zusätzlichen Störenfried mit einem zweiten Menschen eben dabei zu haben. Also ich bin ganz guter Dinge, dass das Ganze jetzt hier auch recht gut funktionieren wird. Was die Haltungsbedingungen bzw. die Wasserparameter angeht zur Zucht, so kann man sagen, dass die ganz normalen Haltungsbedingungen eigentlich völlig ausreichend sind. Also da muss man jetzt nicht irgendwie extrem von abweichen. Die grundsätzlichen Haltungsempfehlungen sind ja eher weiches bis mittelhartes Wasser, also eine Gesamthärte von 5 bis maximal 18 dGH. Das Ganze bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5 und ja, grundsätzlich auch vielleicht ein kleines bisschen kühler. Also die Pastellgrundel mag Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Also grundsätzlich dann doch eher etwas kühler. Das liegt natürlich auch daran, dass die Tiere eben in der Natur in schnell fließenden Gewässern zu Hause sind und die sind nun mal grundsätzlich ein wenig kühler als jetzt zum Beispiel stehende Gewässer. Also grundsätzlich ist es kein Problem, die Tiere bei ganz normalen Haltungsbedingungen auch zur Vermehrung zu bringen. Ein kühler Wasserwechsel alle paar Tage vielleicht mal ist noch so eine kleine Empfehlung, die man eigentlich geben kann, um die Tiere einfach nochmal zusätzlich zu stimulieren. Ja, dann eben das Thema Futter. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Die Tiere bevorzugen Lebend- oder Frostfutter. Die Tiere an Ersatzfutter ranzubekommen, ist teilweise ein bisschen mühseliger Aufgabe, ne? Also Flockenfutter, Granulatfutter wird doch sehr, sehr schnell verschmäht von den Tieren. Bemerkt man immer dann, es wird zwar ins Maul genommen, aber dann auch gleichzeitig wieder ausgespuckt. Also mit Frostfutter seid ihr da in jedem Falle auf der sicheren Seite. Lebendfutter wäre natürlich die bessere Alternative. Wenn ihr die Tiere jetzt unbedingt an Ersatzfutter ranführen möchtet, dann macht das Ganze behutsam, ne? Also ein ordentlicher Mix, dass sie grundsätzlich erstmal versorgt sind mit Lebend- oder Frostfutter und ab und zu mal so ein bisschen an Granulat oder eben feines Flockenfutter eingestreut, damit sie sich langsam dran gewöhnen können, aber eben auch keine Mangelerscheinungen dann zeigen, falls sie eben das Futter erstmal ablehnen. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz erwähnt, um diese ja, grundsätzlichen Haltungsinformationen auch mal so ein bisschen mitgenommen zu haben. Es empfiehlt sich natürlich immer, die Pastellgrundel in Gruppen zu halten. Paarhaltung ist natürlich auch möglich, Einzelhaltung definitiv nein. Ne? Also das sind keine Einzeltiere, das sind eher Gruppentiere. Paarhaltung zur Nachzucht, zur Vermehrung, zur gezielten Zucht kann man sicherlich machen. Allerdings jetzt im typischen Gesellschaftsaquarium sollten die Tiere in jedem Fall in einer Gruppe gehalten werden. Was die Aggressivität angeht, da kann man schon sagen, dass die Tiere relativ friedlich sind, auch innerartlich relativ friedlich sind. Also es ist definitiv möglich, hier mehrere Männchen miteinander zu vergesellschaften. Sollten dann natürlich auch Weibchen dabei sein. Also eine reine Männerrunde würde ich nicht empfehlen, würde ich grundsätzlich sowieso nie empfehlen. Und ja, bei Garnelenhaltung, da sollten die Garnelen natürlich schon eine gewisse Größe haben. Ja, also junge Garnelen werden sicherlich auf dem Speiseplan landen.
Das sind schon sehr, sehr gute Jäger, die Pastellgondeln. Ansonsten andere friedliche Fische, alles ab, ja, ich sag mal 3 cm aufwärts ist da relativ sicher, wird auch nicht sonderlich von den Tieren beachtet. Also ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass die Tiere irgendwie anderen Tieren jetzt nachstellen, da irgendwie aufdringlich werden oder dass es dazu Probleme gibt. Wie gesagt, bei Jungfischen muss man ein bisschen aufpassen, bei Babygarnelen dann auch sowieso. Aber ansonsten eigentlich ein ziemlich verträglicher Fisch, der eben in einem typischen Gesellschaftsaquarium definitiv einen Platz bekommen kann. Bodengrund aus meiner Sicht, Sandboden, feinkörniger Sand, ja, etwas feinerer Kies hier und da ein bisschen eingestreut, geht mit Sicherheit auch. Aber eine ordentliche Sandfläche sollte in jedem Falle vorhanden sein. Buddeln, Graben tun die Tiere nicht. Eine Höhle sollte vorhanden sein. Sind wie gesagt Höhlenbrüter. Das wird ganz gerne mal eben als kleines Revier dann auch abgesetzt. Und ansonsten sind es schon sehr, sehr lebhafte Tiere. Also zumindest mal für eine Grundel. Denn Grundeln sind ja sowieso so ein bisschen dafür bekannt, dass sie eher ein gemächliches Dasein fristen, sich ja kaum bewegen. Das trifft hier eigentlich auf die Pastellgrundel überhaupt nicht zu. Die trifft man immer wieder mal im Freiwasser, wo sie eben unterwegs ist. Ist jetzt auch nicht der eleganteste Schwimmer, der großartige Strecken macht. Also das sieht man immer wieder mal an diesen ja leichten ruckartigen Bewegungen. Aber grundsätzlich sind es eben schon sehr, sehr aktive Tiere. So viel dann auch mal zu den ganz normalen Haltungsbedingungen, um die Sache mal so ein bisschen rund zu machen. Aus meiner Sicht ein absolut pflegeleichter Fisch, ein paar Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Aber ich denke mal, es sind jetzt auch keine übermäßigen Ansprüche, die die Pastellgrundel stellt. Ich würde sagen, bin ich soweit durch. Ich hoffe mal, ich habe alles mit reingepackt, was irgendwie wichtig ist. Ich freue mich auf diesen doppelten Zuchtansatz, auf die neuen Erkenntnisse. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen so weitergeht und ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden bei diesem Projekt hier. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten soll es das gewesen sein für heute und ich danke euch natürlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.